In der Bibel, im Hebräerbrief, Kapitel 13, lesen wir: Seid nicht geldgierig. Begnügt euch mit dem, was ihr habt. Das ist ja eigentlich ein Satz, das sagt einem ja eigentlich der gesunde Menschenverstand. Man fragt sich, wieso gerät sowas überhaupt in die Heiligen Schriften? Sowas Lapidares. Das ist ja eigentlich eine ganz normale Grundvoraussetzung. Seid nicht geldgierig, begnügt euch mit dem, was ihr habt. Aber wenn man sich umschaut, da gibt es dieses Corona-Masken-Dilemma sowieso schon. Und dann kommen Menschen auf die Idee, dass sie da ja mit ein bisschen Korruption so einen Reibach machen könnten und ein paar Millionen in die eigene Tasche stecken. Oder jetzt dieser Gewerkschaftsstreik der Eisenbahner, den braucht ja nun auch keiner wirklich. Da kann man ja auch Flatterband drumherum machen. Gerade hat man da Corona hinter sich, muss Abstand halten, jetzt in überfüllten Zügen, die Urlaubszeit. Und dann kommen die auf die Idee zu streiken. Ich frage mich, wer soll da eigentlich noch Solidarität entwickeln? Und wo pendelt die Wahrheit hin? Ist es wirklich so, dass der Bahnvorstand, dass das Raffkes sind? Oder dass die Lokführer gierig sind? Ist ja auch egal, wir sind ja nur ganz normale Konsumenten. Und seid nicht geldgierig, begnügt euch mit dem, was ihr habt. Das ist ja auch nicht die Aufforderung, sich alles nehmen oder alles gefallen zu lassen. Sondern das ist die dringliche Mahnung, sich den Gesetzen der Gier und des Geizes auf jeden Fall zu entziehen. Das ist also nicht nur Arbeitnehmern gesagt, sondern eben auch Arbeitgebern. Ein Mensch sagte zu mir: Jetzt, wo ich auf meiner langjährigen Arbeitsstelle tariflich in höhere Bezüge und bessere Beziehung gekommen wäre und in bessere Bezahlung, wurde ich rausgemobbt, bin krank geworden und meine Stelle hat einen Berufsanfänger gekriegt, dem sie viel weniger bezahlen müssen. Jesus erzählt das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, Matthäus 20, mit dieser atemberaubenden Pointe, dass alle den gleichen Lohn empfangen, ganz egal, wie viel sie gearbeitet haben. Das ist natürlich irgendwo auch tollköpfig. Aber er weiß, dass von dem Lohn für eine Stunde Arbeit kein normaler Mensch leben kann und seine Familie ernähren kann. Es ist ein Reich Gottesgleichnis. Ich zitiere noch einmal den Menschen: Jetzt, wo ich gutes Geld hätte verdienen können, wurde ich abserviert und ein Anfänger hat meine Stelle bekommen, dem sie viel weniger zahlen müssen. Das ist gegen das Reich Gottes eher unsere Wirklichkeit. Die Welt, in der wir leben, setzt Geld als elementaren Motivationsfaktor ein. Der Markt und seine Mechanismen bestimmen das Verhalten der Menschen. Geld schafft Menschen herbei, wenn sie gebraucht werden. Geld schiebt sie wieder ab, wenn sie überflüssig geworden sind. Geld macht Menschen käuflich und gefügig. Deshalb hört die Bibel nicht auf zu warnen, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, entweder Gott oder dem Mammon, weil sie weiß, Geld korrumpiert die Seele und gefährdet das Leben. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg in Matthäus 20 weist hin auf das Reich Gottes, wie es sein soll, der neue Bund, die neue Ökonomie, das neue Lebensmodell. Nicht nehmen, sondern geben. Nicht sammeln, sondern schenken. Nicht gefangen in Gier, sondern da sein und frei sein in Liebe. Matthäus 20 und Hebräer 13 zeigen an, wie weit weg oder wie nah dran wir sind am Reich Gottes. In diesem Sinne, schöne Ferien. Amen.